Wir kommen zu Punkt 2 unserer Tagesordnung, Regierungserklärung des Hessischen Ministers für Wissenschaft und Kunst betreffend Löwenstark, Forschungsexzellenz für Hessens Zukunft, Redezeit 20 Minuten je Fraktion. Nach der Regierung kommt die SPD-Fraktion, dann die Grünen, dann die Linke, die FDP, die CDU und die Frau Kollegin Öztürk. Das Wort hat Herr Staatsminister Rhein. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die letzte veröffentlichte Videobotschaft von Stephen Hawking hat mich in der Tat sehr berührt, weil Hawkings Worte ein Aufruf sind, ein Aufruf an uns alle, an die Wissenschaft, an die Politik, an die Gesellschaft, neues Wissen zu generieren, tragfähige Lösungen für die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft zu finden. Ich glaube, man kann sehr deutlich sagen für Hessen, dass wir auf einem wirklich sehr guten Weg sind. Wir wissen, dass die Wettbewerbsstärke unseres Landes maßgeblich von der Innovationsfähigkeit eben von Wissenschaft und Forschung abhängt. Jeder Cent, der hier investiert wird, ist ein gut investierter Cent für die Zukunft unseres Landes. Denn die Forschungsergebnisse von heute werden die Produkte, werden die Dienstleistungen, werden die Arbeitsplätze, werden aber auch die Therapien und die Arzneimittel von morgen sein. Und natürlich sind diese Investitionen auch wichtig. Ich will das sehr deutlich unterstreichen. In einem Wettstreit, nämlich im Wettstreit um die klügsten Köpfe, aber vor allem auch, weil eben sie jungen Menschen neue Perspektiven eröffnen können. Und deshalb zählt die umfangreiche und die gezielte Förderung von Wissenschaft, die sehr intensive Förderung von Forschung und Entwicklung zu einem der ganz zentralen Schwerpunkte dieser Landesregierung. Meine Damen und Herren, wir reden nicht einfach nur darüber, sondern schauen Sie sich die Zahlen an. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Erstens schauen Sie sich den Hessischen Hochschulpakt an, den wir geschlossen haben mit den Hochschulen dieses Landes. Mittlerweile mit dem Zuwachs der Städelschule sind es 14 hessische Hochschulen. Dieser Hochschulpakt ist ein Meilenstein für den Wissenschaftsstandort Hessen. Er umfasst ein Volumen von 9 Milliarden €, und das ist die größte Summe, die in diesem Land jemals für die hessischen Hochschulen zur Verfügung gestanden hat. Ich will nicht verschweigen, dass allen Wissenschaftsministern, und das gilt natürlich bundesweit, die Betreuungsrelation Professor-Studierender, die sich natürlich auch aufgrund des erheblichen Ansturms, Andrangs auf unsere Universitäten und Hochschulen insgesamt natürlich überall stark verändert hat, dass das allen Wissenschaftsministern und Ministerinnen in Deutschland Sorgen macht. Aber auch hier haben wir in Hessen Vorsorge getroffen. Auch hier haben wir in Hessen massiv investiert, beispielsweise mit den 92 Millionen QSL-Mitteln jährlich, die genau hier unterstützen sollen, aber auch mit über 200 zusätzlichen Planstellen für Professoren, die seit 2017 geschaffen oder eben entfristet worden sind. Zweitens stehen durch den von Bund und Land hälftig getragenen Hochschulpakt 2020 durchschnittlich 300 Millionen € pro Jahr zur Verfügung. Ich bin dem Finanzminister außerordentlich dankbar, dass wir, als noch nicht festgestanden hat, dass der HSP 2020 fortgesetzt wird, dass wir im Haushalt des Landes Hessen Vorsorge in der mittelfristigen Finanzplanung eben getroffen haben, den hessischen Anteil weiterhin zur Verfügung zu stellen. Meine Damen und Herren, wir investieren mit unserem Hochschulbauprogramm Heureka massiv in Hessens Hochschulen. 4 Milliarden €. 4 Milliarden €. Und egal, wo Sie hingehen, an welche Hochschule dieses Landes Sie hingehen, Sie können es sehen und Sie können es spüren. Dieses Geld hat einen regelrechten Modernisierungs- und Bauschub an den Hochschulen ausgelöst. Und das ist überall zu sehen. Aber es ist natürlich vor allen Dingen eine großzügige Forschungsförderung, die wissenschaftliche Spitzenleistungen und die Innovationen bewirkt. Und deshalb hat die Landesregierung nun exakt vor 10 Jahren in einem finanziellen Kraftakt ein landeseigenes Forschungsförderprogramm aufgelegt. Das ist LOEWE. LOEWE ist seit nunmehr 10 Jahren das zentrale Instrument der hessischen Forschungspolitik. Und mit LOEWE wird herausragende Grundlagenforschung einerseits, aber eben auch
anwendungsorientierte Forschung gefördert. LOEWE ist der Motor für exzellente Forschung made in Hessen, und LOEWE ist der Katalysator für die wirtschaftliche Kraft und auch für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Bundeslandes. Und, meine Damen und Herren, LOEWE ist bundesweit einmalig nach wie vor im Ländervergleich. Wir haben bis 2017 rund 729 Millionen € Landesmittel für LOEWE bereitgestellt, und 2018 stehen weitere rund 68 Millionen € zur Verfügung. Dazu kommen Drittmittel und Eigenmittel von insgesamt über 947 Millionen €. Meine Damen und Herren, das heißt, dank LOEWE belaufen sich die Investitionen in Forschung und Entwicklung auf mehr als 1,74 Milliarden €. Ich finde, das ist eine Zahl, die sich sehen lassen kann. 10 Jahre LOEWE haben in Hessen, das muss man wirklich sagen, einen spürbaren Schub ausgelöst. 13 LOEWE-Zentren, 49 LOEWE-Schwerpunkte sind gegründet worden. Beteiligt sind 6 Universitäten, 3 Hochschulen für angewandte Wissenschaften, eine Kunsthochschule, die Hochschule besonderen Typs in Geisenheim und 23 außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Und ist Hessen vor 1999 eher ein Land gewesen, in dem, ich formuliere das bewusst vorsichtig, in dem die Forschung keine ganz so große Rolle gespielt hat. Ich formuliere es deswegen vorsichtig, weil die Forscher sich ja bemüht haben und angestrengt haben, aber der Staat bis 1999 eben nicht das notwendige Geld zur Verfügung gestellt hat, ist Hessen heute einer der führenden Forschungsstandorte in Deutschland. LOEWE ermöglicht Spitzenforschung auf Spitzenniveau. LOEWE ist ein Magnet für kluge Köpfe. LOEWE lockt führende Wissenschaftler nach Hessen. Und ich will das sagen. Ja, wir sind stolz. Allein in 2017 sind in LOEWE-Zentren und LOEWE-Schwerpunkten über 1.600 Beschäftigte tätig, die ohne LOEWE nicht hier in unserem Bundesland tätig wären. Und LOEWE lohnt sich für Hessen. Mithilfe von LOEWE haben wir moderne Forschungsinfrastruktur, die wir vorher so nicht hatten, in Hessen etabliert. Für 6 Baumaßnahmen bei außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Frankfurt, Gießen und Darmstadt wurden insgesamt 66 Millionen € bewilligt. Weitere 14 Millionen € sind in Aussicht gestellt. Und in profilbildenden Forschungsbereichen der Universitäten haben LOEWE-Förderungen Forschungsbauten nach Artikel 91b des Grundgesetzes erst möglich gemacht, mit 16 Bauvorhaben, die sich seit 2007 beim Wissenschaftsrat durchgesetzt haben, wettbewerblich durchgesetzt haben, ist Hessen eines der erfolgreichsten Bundesländer in Deutschland. Insgesamt haben wir so für Forschungsbauten 162 Millionen € an Bundesmitteln eingeworben. Aber, meine Damen und Herren, ich gebe das zu. Nichts ist so gut, dass es nicht weiterentwickelt werden kann. Und eines ist doch auch klar. Wer sich auf seine Lorbeeren ausruht, der wird im Wettbewerb nicht vorankommen. Und er wird im Wettbewerb scheitern. Und deswegen entwickeln wir natürlich LOEWE immer und stetig weiter. Aber ich sage, wir entwickeln LOEWE behutsam weiter. Wir sind gut beraten, es behutsam zu tun. Denn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, das sagen sie bei jeder Gelegenheit, sie sind sehr dankbar für diese Sensibilität. Und so haben wir beispielsweise in dieser Legislaturperiode eingeführt, dass die ökonomische Exzellenz im wettbewerblichen Auswahlverfahren stärker berücksichtigt wird. Das Gleiche gilt, ein wichtiges Thema, für den Wissenstransfer von Forschungsvorhaben. Und wir haben ebenfalls in dieser Legislaturperiode Instrumente neu entwickelt, die die Forschungsverbünde unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Meine Damen und Herren, Hessen ist mit seinen 3 medizinführenden Standorten, seinen Universitäten in Frankfurt, Gießen und Marburg, ein sehr starker Pharma- und Medizinstandort in Deutschland und Europa. Aber mit LOEWE ist es gelungen, einer der Standorte in Deutschland zu werden, der in den Gebieten Spitzenforschung betreibt und Lösungen möglich macht, die den Menschen wirklich auf den Nägeln brennen. Das ist die Angst vor einer Krebserkrankung. Das ist die Furcht vor der Unwirksamkeit von Antibiotika. Und es ist natürlich auch die Sorge vor der Unsicherheit des Netzes. Und das zeigt, mit LOEWE forschen hessische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu unser aller Nutzen. Ich will Ihnen
Ich will Ihnen ein gutes Beispiel nennen, das Löwe-Zentrum Zell- und Gentherapie an der Goethe-Universität, 2014 verankert. Dieses CGT hat eine national, aber auch europaweit führende Position, insbesondere auf dem Gebiet der Zelltherapie. Und es bedeutet nichts Geringeres, als dass hier vor Ort in Frankfurt Therapien gegen Erkrankungen entwickelt werden, die bisher nur sehr schwer therapierbar sind, wie beispielsweise der Blutkrebs. Aber wir wollen noch mehr, und deswegen errichten wir gerade mit dem Georg-Speyer-Haus in Frankfurt und der Goethe-Universität in Frankfurt ein bundesweit einmaliges Zentrum für neue Therapien gegen Krebs und gegen Leukämien, das Frankfurt Cancer Institute. Zu den ganz herausragenden Krebsforschungsprojekten zählt aber auch das Löwe-Lungen-Zentrum an den Universitäten Gießen und Marburg, das neben Lungenerkrankungen auch neue Diagnostiken und Therapieformen beim Lungenkarzinom, einer der häufigsten bösartigen Erkrankungen des Menschen, erforscht. Und auch hier arbeiten wir eben an noch mehr. Wir wollen mit der Justus-Liebig-Universität in Gießen ein Helmholtz-Institut für Lungengesundheit einrichten, ein Institut, das weltführend sein wird für neue Diagnostik und Behandlungsverfahren für Lungenerkrankungen. Aber wir stärken auch die Geistes- und die Sozialwissenschaften. 13 geistes- und sozialwissenschaftliche Projekte profitieren von Löwe. Hier werden hochrelevante Themen erforscht. Konfliktregionen im östlichen Europa oder religiöse Positionierung gehört zu diesen Vorzeigeprojekten. Und, meine Damen und Herren, das ist mir sehr wichtig. Ein Kritikpunkt an Löwe ist immer gewesen, dass die künstlerische Forschung, die es ohne Zweifel gibt, zu kurz kommt. Wir haben lange daran gearbeitet, dass sich das ändert, und zwar ohne, dass die hohen Ansprüche und ohne, dass die wettbewerbliche Ausrichtung sich in unserem Programm ändert. Und nun hat sich die Hochschule für Gestaltung in Offenbach erfolgreich im Auswahlverfahren der 10. Löwe-Staffel mit einem Schwerpunkt im Bereich der Designforschung durchgesetzt. Und ich will sagen, ich bin stolz darauf, dass nun auch die Kunsthochschulen in Hessen von Löwe profitieren. Löwe ist aber nicht nur ein wichtiger Katalysator für die hiesigen Hochschulen, sondern Löwe ist natürlich auch der Motor zur Ansiedlung außeruniversitärer Forschungseinrichtungen in Hessen. Und das muss man ja schon sagen, wenn man sich einmal die Landkarte anschaut der außeruniversitären Forschungseinrichtungen, wenn man sich einmal die Verläufe anschaut. Hessen ist in den 80er und 90er Jahren doch eher ein Bundesland gewesen, um das die großen außeruniversitären Forschungseinrichtungen einen Bogen gemacht haben. Und wie gesagt, gucken Sie sich mal heute die Verläufe an, da sehen Sie, dass Löwe wie ein Magnet wirkt auf Max Planck, auf Fraunhofer, auf Helmholtz und auf Leibniz und auch weiterhin wirkt. Und insoweit hat Hessen von 2013 bis 2017 insgesamt rund 1,25 Milliarden € für diese Institutionen bereitgestellt. Und durch die Ansiedlung neuer und die Erweiterung bestehender Institute ist es uns gelungen, den Anteil Hessens an der Forschungsförderung Bund und Länder zu steigern. Denken Sie beispielsweise an das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main, am Kulturstandort Frankfurt, 2015 eröffnet. Es besitzt im nationalen wie im internationalen Vergleich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Oder denken Sie an das Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE in Kassel. Das IEE betreibt zukunftsweisende Forschung zur Energiewende in Deutschland. Oder denken Sie an die Fraunhofer Projektgruppe für Wertstoffkreisläufe und Ressourcenstrategie IWKS in Hanau. Ich könnte etliche andere aufzählen, die hier eine wirkliche, nicht nur nationale, sondern darüber hinausgehende Bedeutung haben. Ich will das nur am Rande erwähnen, dass wir seit 2008 überproportionale Zuwachsraten im bundesweiten Vergleich im Bereich der Sonderforschungsbereiche der DFG haben, dass die Goethe-Universität im DFG-Förderatlas 2015 den Rangplatz 15 der 40 bewilligungsstärksten Hochschulen in Deutschland hat, dass bei den Ingenieurwissenschaften die TU Darmstadt Platz 2 belegt. Ich sage das auch, weil das Abschneiden der hessischen Universitäten an der Exzellenzstrategie für uns in der Tat enttäuschend gewesen ist. Ich glaube, da muss man nicht um den heißen Brei drum herum reden. Wenn man aber betrachtet, was wir im Bereich der SFBs oder auch bei der Einwerbung außeruniversitärer Forschungsinstitute erreicht haben, dann zeigt das doch sehr deutlich, zu was unsere Hochschulen einerseits imstande sind und dass wir Hessen in der Lage sind, überdurchschnittlich gut Bundesmittel hier nach Hessen umzuleiten.
Und damit bin ich bei der dritten Förderlinie von Löwe, bei der man sich ja immer wieder vor Augen halten muss, dass Löwe ein Akronym ist für Landesoffensive zur Entwicklung wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz. Und als wir mit der Linie begonnen haben, haben die Leute uns belächelt. Heute ist diese Linie eine der dynamischsten Linien und Elemente von Löwe, um das andere uns in anderen Bundesländern beneiden. Die Idee ist eigentlich profan. Hessen ist ein Land, das ja überwiegend von einem starken innovativen Mittelstand geprägt ist. Und damit Sie am globalen Wettbewerb allerdings teilnehmen können, müssen Sie natürlich immer wieder aufs Neue Innovationen bringen, frische Ideen auf den Markt bringen. Aber Sie haben eben nicht, wie die großen Industrieunternehmen, eine eigene Forschungsabteilung. Aber, meine Damen und Herren, wir, das Land Hessen, unsere Hochschulen haben diese großen Forschungsabteilungen, die klügsten Köpfe. Und da liegt doch nichts näher, als die kleineren und mittleren Unternehmen und die Forschungsabteilungen unserer Hochschulen zusammenzuschließen und dazu zu bringen, dass die Ergebnisse dieser Kooperation dann eben auch zur Marktreife entwickelt werden können. Und so wurden bis 2017 266 Verbundvorhaben mit einem Bewilligungsvolumen von insgesamt 68 Millionen € ausgewählt. Und ich muss sagen, die KMU-Verbundprojekte strahlen in alle hessischen Landkreise aus. Sie verzeichnen 855 Partner aus Hochschulen, Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Vereinen und Gebietskörperschaften. In jedem hessischen Landkreis und in allen kreisfreien Städten gibt es mindestens ein Löwe-Projekt. Frau Wissler bestreitet das. Ich will Ihnen einmal die Karte Hessens zeigen mit all diesen Projekten. Da können Sie sehen, das geht vom Landkreis Kassel im hohen Norden über Waldeck, Frankenberg, Vogelsberg, bis runter in den Odenwaldkreis, überall in Hessen, Löwe-3-Projekte. Und was heißt das? Löwe ist gelebte Wirtschaftsförderung. Löwe ist beste Regionalpolitik für den ländlichen Raum, weil wir eben es möglich machen, dass die Hidden Champions, dass die Weltmarktführer vor Ort gefördert werden, von denen viele uns sagen, sie wären eben nicht mehr da, sie wären nicht mehr hier, sie würden hier keine Arbeitsplätze mehr anbieten können, sie würden keine Innovationen mehr auf den Markt bringen, wenn es Löwe nicht gegeben hätte. Na ja, das sind schon Weltmarktführer, liebe Frau Wissler. Ich will Ihnen zwei Beispiele nennen. Die Firma Van Hees beispielsweise in Walluf, die ich zusammen besucht habe mit der Rheingauer Abgeordneten, bringt ein fleischähnliches Produkt auf den Markt, aus Pilzprotein entwickelt. Ich möchte nicht über Geschmack oder Nicht-Geschmack sprechen. Ich habe es gegessen, mir hat es geschmeckt, aber es ist wichtig für den Weltmarkt, und es ist einzigartig, was hier gemacht wird. Oder nehmen Sie das Ingenieurbüro für Medizintechnik in Wettenberg. Wir haben ein portables Endgerät für die Überwachung einer der am meisten uns belastenden Volkskrankheiten, 7 Millionen Betroffene in Deutschland, entwickelt. Das ist nämlich die chronisch obstruktive Lungenkrankheit oder, um es einfach zu sagen, die Raucherlunge. Das ist auch einzigartig. Und insoweit sind es natürlich Weltmarktführer, und ich könnte die Liste beliebig fortsetzen. Sie sehen, meine sehr geehrten Damen und Herren, die bei der Regierungsübernahme 1999 fast brachliegende hessische Forschungslandschaft hat mit Löwe einen Schub erfahren, der bundesweit seinesgleichen sucht. Wir sind von ferner Liefen in die Spitzengruppe vorgestoßen. Und ich kann mir ja vorstellen, es deutet sich ja schon an, was Sie alle sagen werden. Ist alles schön und gut, Herr Minister? Löwe ist eine klasse Sache. Wir sind sowieso alle dafür. Aber Sie sagen uns ja gar nichts Neues. Das ist ja das immer gleiche Spiel und die immer gleiche Leier. Oppositionsfolklore müssen Sie machen. Ich will Ihnen aber mal gerne drei Punkte dazu sagen, lieber Herr Lenders, den ich ja sonst sehr schätze. Warum haben Sie es nicht einfach gemacht, als Sie regiert haben? Sie hatten doch die Gelegenheit dazu. Zweitens. Erfolg in der Forschungslandschaft dauert Jahre. Ich glaube, wir sind gut beraten, und unsere Wissenschaftler sind sehr dankbar dafür, wenn wir Kontinuität und Stabilität unserer Programme sichern. Deswegen ist es richtig und wichtig, dass die bestehenden Förderlinien bleiben und eben nicht verändert werden. Denn wir sehen doch jedes Jahr an den Anträgen, dass es eben genügend gute, neue und innovative Projekte gibt. Und drittens will das zugestehen. Ich habe es ja eben schon gesagt, wir arbeiten natürlich auch immer an der Fortentwicklung und Weiterentwicklung von Löwe, aber immer in Übereinstimmung mit dem Programmbeirat. Denn es ist ja nicht so, als würden wir hingehen als Staat und würden sagen, so muss es sein, und ich als Minister, das will ich so, sondern das ist schon wissenschaftlich auf höchstem Niveau, und deswegen hat das auch entsprechende Standards. Und deswegen arbeiten wir in Übereinstimmung an der Weiterentwicklung. Und ich finde, wir sollten in der neuen Legislaturperiode mit den Löwe-Gremien neue Förderformate beraten, beispielsweise die Förderung von Start-ups.
Start-ups oder eben auch eigene Löwe-Professuren. Da werden wir im Gesamtumfeld der deutschen Forschungslandschaft mal sehen, wo wir spezifische hessische Bedürfnisse haben und sie dann auch abdecken, damit die Marke Löwe eben weiterhin das bundesweite Renommee behält, das sie bereits heute hat. Ich komme zum Schluss und will mich abschließend bei all denen bedanken, die Löwe möglich machen. Das ist vor allem der Programmbeirat und sein Vorsitzender. Unsere Löwe-Gremien sind herausragend besetzt, und es macht mir riesiges Vergnügen, insbesondere mit Prof. Einhäupel zusammenzutreffen. Er ist als ehemaliger Vorsitzender des Wissenschaftsrates eine der Leitfiguren der Wissenschaftslandschaft, und er ist mit den zahlreichen anderen Mitgliedern, die uns beraten und unterstützen, eine wesentliche Quelle des Erfolges von Löwe. Aber natürlich gehört auch die Löwe-Geschäftsstelle in meinem Haus, angeführt von Frau Maske-Pagel, dazu, die Löwe mit einem ganz großen Engagement und Herzblut erfüllen. Sie und Ihre Kollegen leisten Enormes, und ich weiß das sehr wohl, und ich weiß das auch sehr wohl zu schätzen. Ich glaube, das ist auch hier in diesem Hessischen Landtag so. Aber natürlich gehören dazu auch die Abgeordneten des Hessischen Landtags. Denn ohne die Unterstützung des Landtags, ohne die Unterstützung des Haushaltsgesetzgebers und ohne das Engagement der Abgeordneten hätte es Löwe, so wie Löwe heute dasteht, nie gegeben. Deswegen sage ich an Sie alle ein herzliches Dankeschön. Und natürlich, Sie kommen jetzt zuletzt, aber Sie hätte ich zuerst nennen müssen. Ich danke den Forscherinnen und Forschern, vor deren Leistung, vor deren Herzblut und vor deren Engagement ich einen Heidenrespekt habe und denen ich für ihren Einsatz für den Wissenschaftsstandort Hessen außerordentlich dankbar bin. Ich genieße die Zusammenarbeit jeden Tag und über die Maßen mit Ihnen. Das macht große Freude, und Sie bringen unser Land riesig voran. Herzlichen Dank dafür. Ja, meine Damen und Herren, Wissenschaft und Forschung, Innovationen, der Transfer von Ideen in die Unternehmen und in die Gesellschaft, das sind die zentralen Voraussetzungen für Wachstum, für Wohlstand und für Arbeitsplätze in unserem Land. Deswegen setzt die Landesregierung klare Signale für Wissenschaft und Forschung. Sie positioniert den Wissenschaftsstandort Hessen in der Spitzengruppe in Deutschland. Wir haben eine einzigartige Aufholjagd seit 1999 hingelegt, weil wir wissen, dass das langfristige Wohl einer Gesellschaft von Wissenschaft und Forschung entscheidend abhängt. Noch nie in der Geschichte dieses Landes wurde in diesem Bereich so intensiv, so stark investiert. Meine Damen und Herren, deswegen werbe ich bei allen Mitgliedern in diesem Haus dafür, dass wir diesen Weg weiterhin gehen können, dass dieser Weg weiterhin unterstützt werden kann. Denn diese Landesregierung ist der zuverlässigste Garant dafür, dass auch weiterhin massiv in die Zukunftsthemen dieses Landes, in die Themen Bildung, in das Thema Forschung und das Thema Wissenschaft investiert wird. Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir öffnen die Aussprache. Das Wort hat für die SPD-Fraktion Herr Abg. Grumbach. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zwei Vorbemerkungen. Erste Vorbemerkung. Ganz ruhig. Erste Vorbemerkung. Wir haben Löwe immer akzeptiert, weil es fokussiert bestimmte Dinge. Es hat aber ein paar Nebenwirkungen, über die man nachdenken muss. Und das Spannende ist, darüber wird nicht nachgedacht. Zweite Vorbemerkung. Will ich wiederholen, was ich zu einer ähnlichen Regierungserklärung am 14.10.2014 gesagt habe. Herr Minister, wir lesen Ihre Presseerklärung. Und der Inhalt Ihrer Regierungserklärung entspricht exakt den Presseerklärungen vom 26.06.2017, 5.07.2017, 5.12.2017 plus der jährlichen Presseerklärung Löwe weiter auf Erfolgskurs plus Presseerklärung zum Hochschulpakt plus Presseerklärung zur Heureka plus der Aktuellen Stunde vom 01.02.2018 und der Regierungserklärung vom 14.10.2014. Darüber hinaus haben Sie exakt das Hawking-Zitat und die Start-ups eingefügt.
Das ist für eine Regierungserklärung entschieden zu wenig. Also, wieder der Werbeblock, und so wie er vorgetragen ist, prophezeie ich Ihnen eine gute Karriere nach dem Ministeramt bei Segmüller oder anderen. Aber was wäre denn die Alternative gewesen? Alternative wäre gewesen, entweder etwas Neues vorzutragen, dazu müsste man etwas haben, oder, was ich durchaus für akzeptabel gehalten hätte, etwas zum gemeinsamen Nachdenken. Und ich finde, zum gemeinsamen Nachdenken gibt es genug. Ich will einmal eine Zahl vortragen, die ich sehr interessant finde. Im Jahr 2000 war der Anteil der Forschungsmittel hessischer Hochschulen an allen Forschungsmitteln an Hochschulen bundesweit 7%. Im Jahr 2016, weiter reicht leider die Statistik des Bundesministeriums für Bildung und Forschung nicht, waren es 6,8%. Das heißt, im Vergleich mit den Bundesländern ist dieses super Bundesland ein Stück runtergerutscht, weil ein paar andere Bundesländer etwas mehr gemacht haben. So, die spannende Frage ist, wie ist sozusagen die Begeisterung für LOEWE und diese Zahl zu erklären? Weil sie hängt ein Stück an der Strategie. Dieses Bundesland hat gesetzt auf eine Fokussierung auf Spitzenforschung und dafür 2,5% seiner Hochschulmittel gebunden. Die anderen Bundesländer haben einfach das Geld den Hochschulen gegeben und gesagt, die Hochschulen sind in der Lage dazu, das alleine zu machen. Das ist exakt der Unterschied. Und mit Verlaub, dann kommen wir auch zu dem, wer hier was geleistet hat. Geleistet haben hier was die Hochschulen. Geleistet haben das Forscherinnen und Forscher. Und wenn Sie die 1600 Stellen mal anschauen, die Sie jetzt sozusagen zusätzlich geschaffen haben, das gleiche Geld im normalen Hochschulbetrieb, exakt der gleiche Betrag, hätte ihn über 2000 Stellen geschafft, weil die Selbstausbeutung, sage ich jetzt mal so, auch kritisch von Hochschulmitarbeiterinnen eine völlig andere ist als die in gut bezahlten Forschungsprojekten. Und ich finde, an der Stelle haben Sie einen Weg gewählt, der für sich gut wäre, wenn Sie die Grundfinanzierung endlich in Ordnung bringen würden. Und an der Grundfinanzierung leiden wir. Das ist halt das Problem. Und das ist kein Problem der hessischen CDU. Ich habe die Debatte über Leuchtturmstrategien schon einmal mit dem britischen Premierminister in Oxford diskutiert, weil Leuchttürme funktionieren so, dass sie Licht im Dunkel bringen. Aber das heißt auch, dort, wo sie sind, ist es gerade einmal hell, aber rundherum bleibt es erst einmal dunkel. So, und die Frage ist, ob das eine kluge Strategie auf Dauer ist. Es ist für eine bestimmte Zeit, und die Exzellenzinitiative im Bund ist ja nach einem ähnlichen Konzept gestrickt, ist die Fokussierung ja eine mögliche Strategie. Aber die Frage ist, hält das bei den Universitäten dauerhaft sozusagen Forschung am Laufen? Oder bindet es nicht Forschungsmittel, die die Universitäten brauchen, für etwas anderes? Und ich finde, wenn man diese Frage beantworten will, muss man eine Idee dafür haben, wie Hochschule funktionieren soll. Wie soll Forschung und Lehre funktionieren? Geld ausgeben alleine jedenfalls ist keine Hochschulpolitik. Unsere Position, und der Kollege Müller, als er noch im Landtag war, hat es einmal als altmodisch beschrieben, ist, dass jeder Studierende Lehre und Forschung erleben soll. Das heißt, jeder Studierende muss einmal in seinem Studienleben einmal ernsthafte Forschung betrieben haben können. Und dazu müssen die Hochschulen in die Lage versetzt werden. Wenn Sie sich die Mittelzuweisungen an Hochschulen anschauen, dann werden Sie feststellen, dass Sie gerade einmal die Lehre abdecken. Und mit Verlaub, Ihre Kollegin Frau Karliczek auf Bundesebene hat darauf hingewiesen, dass die Bundesländer sich aus der Finanzierung der Hochschulen zurückziehen. Vor 10 Jahren waren noch 73% der Finanzmittel der Hochschulen Landesmittel. Heute sind es knapp über 50%. So, ein Punkt, wo der Bund eingesprungen ist, dafür waren wir auch alle. Aber dass die Länder sich so weit zurückziehen, war nicht Bestandteil dieser Debatte, sondern es ist ein Punkt, und da bin ich nicht bei der Frage, das ist jetzt parteipolitisch, es ist ein Punkt des gemeinsamen Nachdenkens, weil über Hochschulfinanzierung müssen wir über 3 Punkte nachdenken. Der erste Punkt ist Grundfinanzierung, der Forschung auch aus den normalen Hochschulmitteln möglich macht. Der zweite Punkt ist, Hessen bildet, das habe ich in der Haushaltsdebatte schon einmal angeführt, 5% weniger Akademiker aus, als der hessische Arbeitsmarkt vermutlich braucht. Das sind Zahlen eines Instituts, das vom Hessischen Wirtschaftsministerium dafür gefördert wird und das seit Jahren macht. Der dritte Punkt ist, und das hat der Minister selber angesprochen,
Die Betreuungsverhältnisse, z. B. an der Uni Frankfurt, zwischen Professoren und Studierenden sind inzwischen bei 1:92. Es gibt nur ein einziges Bundesland, in dem es schlechter ist, das ist NRW. Alle anderen sind deutlich besser. Die Frage, dass sich Hessen nun mit diesem Riesenflächenstaat und seinen Finanzproblemen und seinen Strukturproblemen vergleicht, ist schon eine, die ich ganz spannend finde. Selbst die ostdeutschen Länder schaffen es. Der dritte Punkt, den finde ich, oder der vierte Punkt, den finde ich einfach frech, die QSL-Mittel auf ihre Fahnen zu schreiben. Auf die Idee muss man erst einmal kommen. Weil sie waren gedacht zur Qualitätsverbesserung als Ersatz für Studiengebühren und dass die Hochschulen heute gezwungen sind, das zur Aufrechterhaltung ihrer Kapazität einzusetzen, das ist ihr Versagen und nicht ihr Verdienst. Und mit Verlaub, halb so frech ist die Frage der dritten Förderlinie, weil ich erinnere mich noch, dass sie am Anfang gar nicht dabei war. Ich erinnere mich noch, wer hier im Landtag debattiert hat, dass dringend etwas für diese Förderlinie für die Hochschulen für angewandte Entwicklung oder Fachhochschulen, wie sie die meisten damals noch hießen, getan werden muss. Aber interessant. Ich sage trotzdem, wenn Sie sich das anschauen, rede ich von Problemen, für die ich, wenn ich Minister wäre, keine Lösung hätte. Nicht alleine. Weil ein Betreuungsverhältnis von 1:92 wieder auf einen Stand zu bringen, der qualitätsvolle Hochschullehre und qualitätsvolle alleine an den Hochschulen bringen würde, ist eine Kraftanstrengung, die wir nur gemeinsam mit allen Bildungspolitikern. Da geht es um Prioritäten in der Landes- und Bundespolitik. Und da sind wir noch lange nicht am Ende. Und ich weiß, dass das schwierig ist. Und dort hätte ich durchaus erstens das Anmerken des Problems, statt alles ist toll. Nein, die Qualität an hessischen Hochschulen nimmt ab, obwohl die Professoren Überlast fahren und die wissenschaftlichen Mitarbeiter ohne Ende. Und zweitens, wir müssen es gemeinsam regeln, und dafür wären wir ja grundsätzlich auch bereit. Dritter und letzter großer Punkt ist die Probleme mit Löwe selbst. Frage Nachhaltigkeit. Der Wissenschaftsrat hat Löwe ja relativ früh, 2013, begutachtet. Und Zitat Nummer 1, das kommt Ihnen im Zusammenhang gerade bekannt vor, Voraussetzung programmgeförderter Forschung ist eine ausreichende Ausstattung der Hochschulen mit Grundmitteln. Genau das. Wenn man obendrauf eine Fokussierung auf Spitzenforschung setzt, braucht man unten drunter eine Universitätswelt, in der die normale Forschung im normalen Universitätsbetrieb geht. Zweiter Punkt ist die Frage, Übergang von Bundeseinrichtungen, das haben Sie relativ gut hingekriegt, auch kein Abstrich, das haben Sie ja beschrieben in Ihrer Erklärung. Und der vierte Punkt, für erfolgreiche Zentren eine konkrete Form der institutionellen Verstetigung festzulegen. Da haben Sie noch immer ein Problem, weil es gibt eine ganze Reihe von Förderschwerpunkten und Zentren, die in der Luft hängen, weil Sie nicht wissen, was passiert eigentlich, wenn Löwe zu Ende ist. Es hat dort Abfinanzierungsvarianten gegeben, also es gibt für einen Teil eine Lösung. Aber ehrlich gesagt, es gibt eine Reihe von guten Sachen, die wissen nicht, wie es weitergeht, wenn Löwe zu Ende ist. Und mit Verlaub, solange die Hochschulen die Überlast fahren, die sie fahren, können Sie auch nicht erwarten, dass die irgendwoher mal ein paar Millionen schaffen, um noch einmal ein Forschungsgebiet völlig neu auszugestatten. Ich glaube, dass wir an der Stelle sehr genau schauen müssen, wie die Hochschulwelt weitergeht. Das Problem ist doch zum Teil angelegt in ein paar anderen Entscheidungen. Und über die Entscheidung hätte man reden müssen. Das Kooperationsverbot hat z.B. dazu geführt, dass der Bund, da er die Lehre nicht mehr finanzieren konnte, sein Geld, das er für Hochschule zur Verfügung stellen konnte, in erster Linie in den Jahren vor sozusagen dem Hochschulpakt 2020 für außeruniversitäre Forschung zur Verfügung stellt. Und wenn Sie einmal anschauen, dass außeruniversitäre Forschung Zuwächse von 75, 80 und 90% hat in den letzten 5 Jahren und was die Hochschulen an Zuwächsen haben, werden Sie feststellen, dass dort sich ein Problem aufgebaut hat, weil in den außeruniversitären Forschungseinrichtungen von der Selbstdefinition ihrer eigenen Exzellenz nicht jeder Studierende einfach einmal hingehen kann, sondern es eine sehr kleine Zahl von Studierenden betrifft. Die Frage ist, wie man das zurückführt. Zurückführt nicht in der Förderung, aber zurückführt, dass man außeruniversitäre Forschung und universitäre Forschung wieder in ein Konzept zusammenbringt, sodass normale Studierende, so wie das früher auch der Fall war, ich habe selber in der HSFK lange meiner Lebenszeit verbracht, wie das früher der Fall war, dass man dort als normaler Studierende auch wieder arbeiten konnte. Zweiter Punkt.
Exzellenzinitiative bundesweit und LOEWE haben exakt die gleichen Probleme, weil sie sind so zugeschnitten, dass sie auf bestimmte Spitzenergebnisse zulaufen. Das bedeutet zwangsläufig Ausschluss eines Großteils der Studierenden. So. Und wir glauben nicht daran, dass es ganz wenige Menschen sind, die eine gute Universität ausmachen und die sich in diesen Zentren konzentrieren, sondern wir glauben daran, dass es eine kluge Idee ist, das gesamte Potenzial der Studierenden auch in solchen Einrichtungen zu nutzen, weil selbst von denen, die sie nicht von vornherein für die Spitze ihres Jahrgangs halten, werden sie feststellen, dass sie kluge Anregungen kriegen. Und sie wissen ja, es gibt keine dummen Fragen, sondern es gibt nur dumme Antworten. Wenn ich das zusammenfasse, und damit merken Sie, ich brauche nicht einmal die Redezeit, die hier unsere Lebenszeitverschwendung bedeutet. Wenn ich das zusammenfasse, ist das relativ einfach. Ja, die hessischen Unis sind gut, sie sind sogar sehr gut. Klammer auf. Die Frage, ob sie endlich schaffen, auch in den Geisteswissenschaften den Anteil zu erreichen, den wir brauchen an Forschung, der ist noch immer unbeantwortet. Und zweiter Satz, im Vergleich zu den Universitäten und den anderen Bundesländern ist diese Landesregierung weiterhin mittelmäßig. Daran hat sich nichts geändert. Herzlichen Dank. Das Wort hat Herr Abg. May für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Exzellente Forschung die findet in Hessen nicht nur an wenigen vermeintlichen sogenannten Elite-Universitäten statt. Vielmehr sehen wir diese exzellente Forschung an vielen Hochschulen und Instituten unseres Landes verortet. Daher ist es auch richtig, dass die LOEWE-Förderung so aufgebaut ist, dass sie sich potenziell an alle möglichen Hochschulen in diesem Land richtet und nicht sagt, die und die Hochschule die ist per se exzellent, sondern entscheidend ist für uns die wissenschaftliche Qualität. Nee, Frau Kollegin Wissler, da liegen Sie nicht richtig. Da liegen Sie nicht richtig. Ja, Sie können mir ja gleich alle Zahlen vorlesen. Aber trotzdem ist es so, dass dieses Programm sich an alle Hochschulen und auch an alle Hochschultypen richtet. Das mag ja sein, und da haben Sie auch recht, dass die Fördervolumina bei den Zentren größer sind als bei den KMU-Verbunden. Das ist so, ja. Aber die Förderfrage ist ja auch eine ganz andere. Das ist eine ganz andere Förderfrage, die dort gestellt wird. Und von daher ist das auch logisch, dass sich dort die Volumina unterscheiden. Vor allen Dingen wollte ich aber darauf hinweisen, dass ich es für keinen besonders fachlichen Ansatz halte, dass es andernorts Forschungsförderung gibt, die davon ausgeht, dass eine Hochschule erst einmal als per se exzellent gilt und dann auf alle Ewigkeit dafür einen besonderen Förderbonus bekommen soll. Dort sind wir bei LOEWE anders aufgestellt, sondern wir gehen davon aus, dass Forschung, dass es ein Wettbewerbsverfahren haben muss, dass es darum gehen muss, dass die Forschung sich selber reguliert, dass an wissenschaftlichen Kriterien ausgewählt werden muss, was förderfähig ist, und dass wir eben keine Vorurteile haben, was das angeht, was förderfähig ist und was nicht. Das LOEWE-Programm hat bereits viele Forschungsprojekte erfolgreich angestoßen. Ich habe in meiner Zeit im Landtag die sitzungsfreien Zeiten immer wieder dazu genutzt, mir einzelne Projekte und Zentren vorstellen zu lassen. Ich kann das jedem Abgeordneten auch nur empfehlen, sich das zu machen und dort mal zu schauen, was die Forscherinnen und Forscher so machen. Ich finde es immer wieder erstaunlich und in höchstem Maße beeindruckend, was dort auf den Weg gebracht wird. Wenn ich da zurückdenke, ist da z.B. das Zentrum Big F, wo über Biodiversität und Klima geforscht wird, die jetzt verstetigt worden sind.
und die sehr deutlich beschreiben ihre Aufgabe damit. Biodiversitätsverlust und Klimawandel gehören zu den großen Herausforderungen unserer Zeit. Sie beeinflussen sich gegenseitig. Um sie zu verstehen, muss die Forschung beide Felder einbeziehen. Und daran sehen Sie, wie im hohen Maße aktuell und relevant für einen jeden die Forschung dort ist. Und Sie sehen auch, wie segensreich das LOEWE-Programm ist, das dieses Zentrum überhaupt erst möglich gemacht hat. Und sehr geehrter Herr Kollege Grumbach, die Prozentangaben, die Sie dort eingeführt haben, konnte ich jetzt in der Kürze der Zeit nicht nachvollziehen. Aber eines muss man ja auch ganz klar sagen. Ohne diese projektbezogene Förderung, die wir jetzt bei LOEWE haben, haben wir eben nicht diesen Vorteil, dass wir Projekte und Zentren schaffen, die dann eben auch, und da ist dann das Bundesgeld maßgeblich, verstetigt werden. Und das ist ja, glaube ich, ein Punkt, da kann man über die Ursachen trefflich streiten. Aber wenn der Wettbewerb so ist und es einen Wettbewerb darum gibt, dass wir eben in Bundesförderung reinkommen wollen, dass wir wollen, dass die großen Forschungsverbünde bei uns Zentren übernehmen, dass wir hier Sonderforschungsbereiche anregen können, dann ist es, glaube ich, richtig, dass wir dafür auch eine eigene Forschungsförderungslinie haben, die unsere Hochschulen dann gezielt dabei unterstützt, dieses Bundesgeld nach Hessen zu holen. Ich möchte noch ein anderes Zentrum hervorheben, wo ich auch mehrfach war. Das ist das Zentrum SAFE in Frankfurt, wo die Forscherinnen und Forscher führend sind, was die Erforschung von Fragen der Finanzströme bis hin zur Anfälligkeit der Bankensysteme für Krisen angeht, womit in Frankfurt etwas, zumindest auf unserem Kontinent, Einzigartiges an Forschung geleistet wird. Wenn man an die Krisen der Vergangenheit in diesem Bereich denkt, wird doch sehr deutlich, wie relevant und segensreich diese Arbeit ist, die ohne das LOEWE-Programm nicht möglich wäre. Oder ein anderes Zentrum ist das Zentrum SynMicro in Marburg, die vor allen Dingen im Bereich Molekularbiologie arbeiten, wo beispielsweise jetzt daran gearbeitet wird, dass DNA als Speichermedium für technische Anwendungen nutzbar gemacht wird, was einerseits Platz, aber eben auch Energiefragen lösen würde, oder wo die Forscherinnen und Forscher im Bereich der Antibiotika unterwegs sind und dort schauen, wie neue wirksame Antibiotika auf den Weg gebracht werden können. Die Forscherinnen und Forscher sagen im Übrigen auch, das kann man auch mal vielleicht an geeigneter Stelle zu Gehör bringen, dass die Art und Weise, wie wir in der Massentierhaltung unter permanentem Einsatz von Antibiotika das betreiben, dass das der helle Wahnsinn ist unter Forschungsgesichtspunkten, aber das nur am Rande. Aber auch diese Ergebnisse wären ohne das LOEWE-Programm so erstmal nicht möglich gewesen. Aber es sind eben auch nicht nur die großen Zentren. Es gibt ja eben auch kleinere Forschungsprojekte, eben auch die KMU-Vorhaben, wo nicht so viel Geld drinsteckt. Das ist tatsächlich richtig. Aber die trotzdem, glaube ich, da gibt es vielleicht einen Unterschied zwischen Quantität, aber nicht in der Qualität. Da möchte ich hervorheben, dass Beispiel das Forschungsvorhaben Bauen mit Papier, kurz BAMP, was in Darmstadt gemacht wird. Das mag jetzt erst einmal abstrus wirken, dass an unseren Hochschulen Papier als Baustoff erforscht wird. Aber es ist ihr voller Ernst und hochfaszinierend. Und auch dieses Projekt wäre ohne LOEWE nicht möglich gewesen. Und noch ein Projekt, das ist das Forschungsprojekt CUBE. Auch das in der Volumina eher klein, aber eine ganz hochaktuelle Fragestellung, nämlich wie man volatile erneuerbare Energien in Stromnetze einspeisen kann und dort dafür zur Verstetigung sorgen kann. Das wurde interessanterweise übrigens noch 2013 entschieden, als noch die FDP, die ja von dem ansonsten nicht so viel wissen will, noch mit Verantwortung getragen hat. Auch dieses Forschungsprojekt CUBE wäre ohne LOEWE nicht möglich gewesen. Die LOEWE-Förderung hat also eine ganze Reihe von sehr
hochinteressanten und faszinierenden Forschung in unserem Land auf den Weg gebracht. Aber vor allen Dingen, das habe ich eben gerade schon einmal gesagt, ist die Grundstein dafür, dass Bundesgeld zur Forschungsförderung nach Hessen geleitet wird. Kollege Grumbach hat ja eingeführt, dass das eine Folge der Föderalismusreform ist. Das mag so sein. Die Idee mit der Föderalismusreform, das nur mal auch der Vollständigkeit halber, war jetzt auch keine, die von dieser Landesregierung alleine kam. Da waren auch wichtige Ministerpräsidenten der SPD mit dabei, die das mit vereinbart haben. Von daher glaube ich, reicht das jetzt nicht zum Vorwurf gegenüber dieser Landesregierung. Aber der entscheidende Punkt ist, wenn wir eine Bundesforschungsförderung haben, die so ist, wie sie ist, dann ist es doch unser Interesse, dass wir möglichst viel Bundesgeld nach Hessen bekommen. Und dafür leistet LOEWE einen wichtigen Anteil. Und vor allen Dingen muss man dann, auch weil wir uns in der kürzeren Vergangenheit mal über Exzellenzstrategie unterhalten haben, wo in der Tat es vielleicht noch ein bisschen mehr für Hessen möglich gewesen wäre, wenn man sich die möglichen Mittel der Exzellenzstrategie mit dem vergleicht, was im Bereich Sonderforschungsbereiche oder eben außeruniversitäre Forschungseinrichtungen nach Hessen kommt, dann sieht man, dass wir hier sehr erfolgreich sind. Das heißt auch nicht, dass wir im Bereich der Exzellenzstrategie jetzt nicht die Projekte, die auf den Weg gebracht worden sind, nicht unterstützen sollten. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Und dort, wo und wenn es so ist, dass Gießen und Darmstadt beide Anträge durchbekommen, sollten wir auch die dabei unterstützen, in diese Exzellenzuniförderung reinzukommen, auch wenn ich da vom Prinzip her nicht viel von halte. Aber der entscheidende Punkt ist, mit der LOEWE-Förderung bleiben wir dauerhaft am Ball. Dort schaffen wir die Grundlage, dass wir im Wettbewerbsverfahren dauerhaft stark sind und dass wir dort damit viele zusätzliche Forschungsfördermittel hier nach Hessen ziehen. Und ich gebe ja auch zu, dass es wichtig ist, dass bei aller Wichtigkeit der Einwerbung dieser Forschungsförderung des Bundes nach Hessen, dass es da ein Missverhältnis von dem gibt, was der Bund für die großen außeruniversitären Forschungsverbünde und Institute ausgibt und das, was im Bereich Hochschulpakt 2020 getan wird. Das ist so. Dort gibt es ein Missverhältnis, wenn man schaut, dass wir dort Steigerungsraten bei den Außeruniversitäten von 5% in den letzten Jahren pro Jahr hatten, dann ist das für die Hochschulen schwer, dort mitzuhalten. Von daher ist es vollkommen klar, dass es die Forderung sein muss, dass, wenn wir jetzt über eine Verstetigung des Hochschulpaktes 2020 reden, dass der Bund das, was er bei den außeruniversitären Instituten geschafft hat, dass er das auch beim Hochschulpakt 2020 ermöglichen muss, nämlich dass wir dort eine auskömmliche Dynamisierung haben, dass wir dort auch Steigerungsraten haben, damit die Universitäten und Hochschulen auch in diesem Bereich eben eine auskömmliche Finanzierung haben und wettbewerbsfähig bleiben mit den außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Und, Herr Kollege Grumbach, weil Sie gesagt haben, dass Sie das kritisiert haben, behauptet haben, dass das Land sich aus der Finanzierung der Hochschulen zurückziehen würde und dergleichen, möchte ich doch darauf hinweisen, dass diese Koalition die erste war, die Ende 2013 die Forderung der großen Wissenschaftsorganisationen umgesetzt hat, nämlich einen Hochschulpakt abzuschließen mit 1% oberhalb der Grundfinanzierung, oberhalb der Teuerungsrate, die Grundfinanzierung zu steigern. Das haben wir mit den Hochschulen so vereinbart. Das hat auch wenig Widerspruch bei den Hochschulen geführt. Ich erinnere mich immer noch gerne an die Überschrift der Pressemitteilung der Uni Gießen, wo Herr Mukherjee geschrieben hat, Hessen auf dem Weg an die Spitze. Das war nicht die Pressemitteilung der Grünen Landtagsfraktion, sondern der Uni Gießen. Und damit will ich Ihnen sagen, dass wir uns an dieser Stelle überhaupt nicht zu verstecken brauchen. Wenn Sie sich das anschauen, was dort im Landeshaushalt auf den Weg gebracht worden ist, dann sind das über die ganze Paktlaufzeit plus 180 Millionen €, die wir in der Grundfinanzierung mehr haben. Und von daher kann man das vielleicht für Zeiten davor herstellen, aber für diese Wahlperiode ist das schlicht nicht wahr, sondern wir haben unsere Verantwortung für die Hochschulen wahrgenommen.
Und auch im Bereich der Betreuungsrelation könnte manches sicherlich noch besser werden. Das ist gar keine Frage. Doch haben wir als Regierungskoalition und als Regierung waren wir diejenigen, die in den Haushaltsberatungen nachgesteuert haben. Von den anderen Fraktionen erinnere mich da noch an ein Wortgefecht mit Frau Wissler, die dort einsehen musste, dass die Linksfraktion in diesem Bereich nichts beantragt hatte. Haben wir ja eben Stellen auf den Weg gebracht. Der Wissenschaftsminister hat das richtig. Der Wissenschaftsminister hat das schon richtig angemerkt, dass wir in diesem Bereich 200 Professorenstellen zusätzlich geschaffen haben, die den Hochschulen zur Verfügung stehen. Von daher haben wir auch etwas im Bereich der Betreuungsrelation gemacht. Damit die Hochschulen auch im Bereich der Lehre gut weiterarbeiten können, ist allerdings auch notwendig, dass wir den Bund-Länder-Hochschulpakt 2020 jetzt bald verstetigen. Das ist sicherlich eine große Unsicherheit, die vor allen Dingen die Lehre betrifft und die eben auch große Anteile des Budgets der Hochschulen betrifft. Auch dort geht unser Appell an den Bund. Wir sind dort startbereit. Der Finanzminister, die Landesregierung hat ja bereits angekündigt, dass wir dazu bereit sind, den Hochschulpakt 2020 fortzusetzen, und die Hochschulen warten jetzt auf ein Signal des Bundes. Ich hoffe, dass wir dort möglichst schnell ein Entgegenkommen finden werden. Für die nächsten Jahre erscheint es mir erforderlich, wenn wir uns die Löwe-Förderung anschauen, dass wir schauen, wie können wir es schaffen, dass im Bereich der Verstetigung von Zentren und Clustern, dass wir dort noch mehr erreichen. Ich glaube, dass es dafür notwendig sein wird, gegebenenfalls flexiblere Aufbau- und Übergangsphasen zu ergänzen, die dann auch sehr schnell realisiert werden müssen. Auch die Frage von Ausgründungen und anderen Instituten muss dort noch einmal beleuchtet werden. Das sind allerdings Dinge, die ergänzend zu dem zu sehen sind, was wir jetzt auf den Weg gebracht haben, und nicht ersetzen sollen, was wir eben im Bereich der Löwe-Förderung schon erreicht haben. Und das Löwe-Programm ist auch ein Beispiel dafür, wie wir die Autonomie der Wissenschaft ernst nehmen. Denn über den Programmbeirat von Löwe ist sichergestellt, dass die Wissenschaft selbst definiert, welche Projekte, welche Zentren tatsächlich förderfähig sind. Es ist nicht so, dass hier quasi am grünen Tisch der Politik definiert wird, diese und diese Zentren sollen jetzt einmal aufgenommen werden, sondern das ist eben der Programmbeirat von Löwe. Das sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das autonom entscheiden, was ist exzellent, das ist so, dass es förderwürdig ist. Und das ist richtig und zeigt unser Vertrauen in die Selbstverwaltung der Wissenschaft. Vor anderthalb Wochen fand in Hessen der zweite March for Science statt. Und wenn wir über Forschung in der Politik reden, und Löwe gehört da ja zweifelsohne dazu, dann müssen wir auch als Politiker sagen, was ist uns Forschung wert, was ist uns Wissenschaftsfreiheit wert. Und von daher war es ein so begrüßenswertes Signal, dass zum zweiten Mal Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Hessen auf die Straße gegangen sind, um die Freiheit von Forschung und Lehre zu garantieren. Und ich halte das nicht für banal, denn in einer Zeit, in der Forscherinnen und Forscher auch in westlichen Demokratien, das muss man ja leider dazu sagen, diskreditiert werden, weil sie für die ewig gestrigen unbequeme Wahrheiten ans Tagelicht fördern, ist es, glaube ich, absolut notwendig und ein absolut zu befürwortendes Signal, dass man für die Wissenschaftsfreiheit auf die Straße geht. Und umso wichtiger ist es, dass wir als Land Hessen sagen, ja, diese Wissenschaftsfreiheit, diese Forschungsfreiheit, die ist uns wichtig, die wollen wir weiter unterstützen, und dass wir das auch in die Bevölkerung hineinstrahlen. Denn Forschung und Wissenschaft, die findet nicht im Elfenbeinturm statt, sondern die bringt sowohl wirtschaftliche als auch gesellschaftlich-soziale Entwicklungen für unsere Gesellschaft, bringt die ökologische Erneuerung nach vorne und ist insgesamt als ein großer Mehrwert für unsere Gesellschaft. Und da der Minister in seinem Vortrag ja auch die vielen medizinischen Forschungsgebiete hervorgehoben hat, möchte ich an dieser Stelle auch noch einmal
daran erinnern, dass wir hier, dass immer wieder es ungute Berichterstattung darüber gibt, dass in der medizinischen Forschung es Skandale gibt um frisierte Forschungsergebnisse, die dann eben durch die Abhängigkeit von Mitteln angeht. Und das zeigt auch sehr deutlich, dass es sehr wichtig ist, dass wir als Land Hessen auch eine breite und starke, unabhängige medizinische Forschung in staatlicher Trägerschaft ermöglichen. Und ich finde, dass das Land Hessen dort auch mit der Löwe-Förderung auf einem sehr guten Weg ist. Insgesamt kann man also feststellen, denke ich, dass die Löwe-Förderung in den letzten 10 Jahren sehr viel Segensreiches für unser Land auf den Weg gebracht hat. Das sind einerseits eben erstaunliche und erfrischende Forschungsergebnisse, die die Gesellschaft oder die Wirtschaft nach vorne gebracht haben. Daher wollen wir Grüne auch in den nächsten Jahren dieses Programm fortführen. Und wir freuen uns schon darauf, auch in 5 Jahren wieder eine erfreuliche Zwischenbilanz ziehen zu können. Vielen Dank.